Willkommen zu einem weiteren Video der Firma Klottich GmbH. Es geht wieder um Dosierpumpen. Diesmal geht es um die TK1NG. Das ist unsere Einkanal-Dosierpumpe. Die zeige ich euch jetzt mal. Packen sie mal aus. Gucken wir mal, was drin ist. Prospekte, Garantiekarte, Gebrauchsanweisung. So, jetzt kommt die Pumpe. Füßchen, Netzteil, Messzylinder und Schläuche zum Anschließen natürlich, ganz wichtig. So, zeige ich euch mal, wie die funktioniert, ganz kurz. Also ist die Pumpe jetzt, wenn man die jetzt irgendwo hinstellen will, haben wir hier Füßchen. Die müsst ihr dann aber noch selber reinfummeln, die kann man so reinstecken. Dann bleibt die stehen, dann rappelt die nicht beim Laufen und sie wandert auch nicht durch die Gegend. So, dann steht die schön. Ich habe wieder unseren Po-Ständer. Habe ich ja letztes Mal schon gezeigt. Haben jetzt schön hier, kann man die Füße dran lassen oder auch nicht. Da hat oben Bohrungen, da hält die fest, da fällt nichts runter. Da stecke ich die mal ein. Die zeigt jetzt, sieht man es gut, 10 1H. Das heißt, sie dosiert jede Stunde oder einmal in der Stunde 10 Milliliter. Kann man ja natürlich verändern. Bis zu 99 alle Stunde oder dann eben alle 2 Stunden 99 Milliliter oder alle 3 Stunden 99 Milliliter. Und so geht es weiter. 6 8 HD heißt halber Tag, Half Day, 12 Stunden, alle 24 Stunden, alle 48 Stunden, alle 70 Stunden, alle 4 Tage, 5 Tage, 6 Tage, 7 Tage, 8 Tage, 9 Tage oder eben stündlich. Das sind die Einstellmöglichkeiten, wo die jetzt hat. In der Regel reicht es ja. Und die Dosiermenge oder die Dosierung beginnt in dem Moment, in dem man den Stecker reinsteckt, beziehungsweise wenn man die Dosierhäufigkeit verstellt. Das ist auch eine Frage, die kommt immer wieder, wann dosiert denn die Pumpe jetzt eigentlich? Wenn ich jetzt die Dosiermenge hier einmal verändere, dann fängt die und wieder auf 1 gehe, dann dosiert die in einer Stunde das erste Mal. Oder wenn ich auf einen Tag gehe, dann dosiert die morgen, also in 24 Stunden das erste Mal. Ja, wie gesagt, da oben haben wir die, kann man vielleicht mal zeigen, die Bohrungen drin, da passt die genau rein, dass die nicht runterfällt. Und können wir sie mal anschließen. Exakt. Oh, wieder so ein Schlauch. Aber was schwer drauf geht, geht auch schwer runter. Und das ist wichtig, weil wenn das Zeug nachher abgeht und die Spurenelemente oder Wasser dosiert in der Gegend rumspritzt, ist das nicht toll. Jetzt schneiden wir mal ein Stück runter hier zu unserem guten Keramikmesser, scharf wie die Hölle. Kann ich jetzt noch zeigen, unser Schlauchhalter wieder, dass der Schlauch nicht irgendwo rum vagabundiert. Also da kann man jetzt 5 Schläuche anschließen. Das gleiche wie bei den anderen Dosierpumpen, den Schlauch niemals ins Wasser rein, weil es eventuell verklumpt oder Klumpen gibt dann. Dann haben wir hier den gleichen Knopf hier, das heißt jetzt hier sei die Pumpe und der Schlauch wird gefüllt. Man sieht es jetzt nicht, aber hier kommt das Wasser bzw. die Spurenelemente. Also die TK1 ist also ein ganz günstiges Einsteigermodell, kostet jetzt 65 Euro oder 64,95. Wir haben jetzt von dem Ding jetzt schon 10.000 Stück verkauft, also und ja, gibt eigentlich keine wirklichen Probleme. Man kriegt auch wie bei den anderen Pumpen Motor mit Pumpenkopf oder Schläuche kann man nachkaufen. Auch wieder ein Norbren-Material, diesmal ist weiß. Auf jeden Fall kein Silikon. Silikon hält nicht wirklich lang. Also da sind wir, das wollen wir nicht haben, so was Minderwertiges. Wir haben einen Norbren-Schlauch, der ist super. Da haben wir schon jetzt 24 Jahre Erfahrungen mit. Und der ist praktisch unkaputtbar. Da passiert nichts, der platzt nicht oder sonst was. Haben wir zumindest noch nie gehabt. Ja, das war's eigentlich.
kleine Pumpe. Funktionalität ist okay. Kann man zum Beispiel im Süßwasser oder sowas gut einsetzen. Man hat jetzt hier zum Beispiel auch dreimal die Bohrungen. Kann man zum Beispiel drei Stück nebeneinander setzen im Depotständer. Man kann es auch woanders hinstellen natürlich, ist gar kein Thema. Funktioniert gut, funktioniert zuverlässig, alles gut. Ja, wir wollen jetzt jede Woche ein Video produzieren, also aktiviert bei YouTube die Glocke, dann, dass ihr immer Bescheid wisst, wenn wieder was Neues gekommen ist. Ich hoffe, es ist interessant, ihr könnt was lernen. Ja, ihr folgt uns ja auf Facebook, Instagram und YouTube. Also, ciao!